die neuen Freiheiten, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben, auch die führen dazu, dass grundsätzlich die Qualität, wie Räume gestaltet werden, steigen muss. Die Diskussion fokussiert sich extrem stark auf, wie kriege ich die Leute wieder zurück ins Büro. Und teilweise, wenn du ein neues Büro machst, du ziehst um, gehst in ein neues Gebäude. Und wenn das dein Thema ist, womit du dich zurzeit am meisten beschäftigst, springt das aus meiner Sicht viel zu kurz. Wieso arbeiten wir in Büros eigentlich? Eine der spannendsten Fragen, die momentan wirklich von allen Seiten kommt, ist die Frage, wie bekommen wir unsere Leute zurück ins Büro? Das ist ehrlich gesagt nicht die richtige Frage. Wir sollten uns diese Frage stellen, nämlich wieso wir überhaupt im Büro arbeiten. Darum soll es heute gehen. Wir haben Experten für euch, nämlich Sven Kraus, der als Raumphilosoph einen breiten Überblick geben kann über das Thema, was Büro überhaupt ausmacht und warum wir da arbeiten. Und wir haben Roman Erhardt von Vitra, der sein Geld damit verdient, dass Menschen auf Möbeln sitzen, aber durchaus auch einen Blick drauf hat, zu erklären, was das Büro und diese Möbelstücke ausmachen. Und was haben wir damit zu tun? Wir haben uns in den letzten 6 Jahren sehr intensiv damit auseinandergesetzt, was das Büro im Kern ist und wie es vor allem als Tool für Zusammenarbeit funktionieren kann. Lange Zeit war ja war nicht nur das Büro der einzige Ort, den wir uns vorstellen konnten, um zu arbeiten, sondern auch der Schreibtisch sozusagen der einzige Platz, den wir uns vorstellen konnten. Und da gibt es tatsächlich eine sehr spannende Geschichte zu. Bisschen romantisch, ob die stimmt oder nicht. Der Namensbegriff Büro, der entstanden ist, weil ein Mönch seine kostbaren Papyrusrollen schützen wollte und dann seine Buddha genommen hat. Und er hatte dann sich aus einer Platte eine Art Tisch gebaut und weil die eben so unbehandelt war, hat er die Buddha darüber gelegt, um dann erst die Papierrollen draufzulegen. So ist der Begriff Büro entstanden. Und das Büro ist tatsächlich sehr früh in Amsterdam, als die Blütezeit in den Niederlanden war und dann auch in London verstärkt genutzt worden als quasi Raum, wo alles an Wissensarbeit zusammengeflossen ist. Und hat sich dann immer weiterentwickelt und wurde immer mehr zu einem Ort, wo halt sehr viele Wissensarbeiterinnen und Wissensarbeiter saßen, also sprich Verwaltung und so weiter. Also diese großen Hallen mit sehr vielen Schreibtischen und Cubicles dann später entwickelt. Die Problematik ist nur, dass ganz, ganz, ganz viele Manager und Führungskräfte gesagt haben, wie kriegen wir mehr Leute auf weniger Fläche? Und dann ging es los zu rationalisieren. Da wurden die Wände hochgezogen, gerade gemacht, Soundpaneele weggelassen. Und so sind plötzlich eher Arbeitsboxen entstanden und Umfelder, in denen vermeintlich viel gearbeitet werden konnte, aber eher die Kontrolle zentral war. Das war ja noch nie eine gute Form, zumindest nicht, wenn es der einzige Ort ist, der mir angeboten wird, um Arbeit gut zu organisieren, um die richtigen Voraussetzungen zu bieten für die Leute, die da drin arbeiten sollen. Insofern, das ist vielleicht nicht so aufgefallen, weil wir lange Zeit nicht die Wahl hatten. Und dann kam die Pandemie und plötzlich saßen wir alle im Homeoffice. Und hier befinden wir uns jetzt, nämlich genau zwischen diesen beiden Positionen, dem Druckmittel der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, die sagen: For those who work remotely, you have exactly 1 hour to get here in person or your contracts of employment will be terminated. Allein in Deutschland haben über 70% der Unternehmen gesagt, die Homeoffice eingeführt hatten, wir wollen es wieder zurücknehmen. Und dann aber wiederum die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Flexibilität einfordern, die das Homeoffice ermöglicht oder mobiles Arbeiten ermöglicht. Ja, also man kann heute alles vom Telefon aus machen, vom Laptop aus machen, mit der Kamera aus machen. Wir haben es alle in der Pandemie kennengelernt und haben eben das Gefühl, das müssen wir aufrechterhalten. Die Wahrheit, um die es hier geht, ist die Frage der Produktivität. Und viele Firmen sagen halt, nee, also ich muss jetzt sehen, wer produktiv ist und wir können uns das jetzt gar nicht leisten. Aber in Wirklichkeit geht es eine Ebene tiefer, nämlich: Was muss geliefert werden? Was sind Vereinbarungen, die wir uns halten? Wie schaffen wir Transparenz über die Distanz? Und das ist eigentlich die Frage der Produktivität, um die es heute geht. Und die ist nicht nur im Büro abbildbar. Die ist auch mittlerweile sehr, sehr, sehr digital abbildbar. Und das sieht man allein an den Zahlen, wie viel mehr wir unsere Smartphones nutzen im Vergleich noch von vor 10 Jahren.
zu dann heute? There's been real structural change. I don't think we can just say we'll go back to 2019. Nor can we say we're going to live like as if it is 2020. At the end of the day, organizations have to be productive. There's no question. The outcomes matter. And the question is, instead of being dogmatic about the way to achieve the outcome, we should sort of focus on the outcome and then rediscover perhaps new patterns of successful work. So that's one. The second thing I'd say is we're also learning that people come for other people, not because somebody set policies. So I think we all have to learn, be much more deliberate, learn a lot of soft skills so that people-to-people connections are really forming. Und das ist eben wichtig zu verstehen. Produktivität im Büro heißt nicht nur, ich schreibe ein Dokument oder ich fülle eine Excel-Tabelle aus. Produktivität im Büro hat eben auch damit zu tun, wie treffe ich andere Menschen, wie begegne ich anderen Menschen und wie sorge ich genau für dieses Thema der Zusammenarbeit und Interaktion auf der Fläche mit anderen Menschen. Denn das macht die Arbeit heute aus. Das muss ich digital sicherstellen, keine Frage. Das muss ich aber auch vor Ort sicherstellen. Und das ist eben etwas anderes, als konzentriert an einer Sache zu arbeiten. Aber es gehört zu einem signifikanten Prozentsatz zum Arbeitstag, der uns heute als Wissensarbeiterinnen und Wissensarbeiter umgibt. Wir haben einfach unterschiedliche Bedürfnisse, wenn man sich mal so einen Arbeitstag anschaut. Und deshalb ist es einfach von Vorteil, ein möglichst vielfältiges Angebot zu schaffen für die verschiedenen Arbeitsmodi, die man so während des Tages erlebt. Es gibt eben ja Phasen der Konzentration, dann gibt es Phasen, wo es darum geht, so immer mehr eben sozusagen auch über Videokonferenzen zu kommunizieren. Wie gehe ich damit um, weil damit bin ich eine Geräuschquelle für andere. Wenn es aber darum geht, eben Neues zu kreieren, dann ist es häufig eine spielerische Form. Und so gehen wir dann eben auch in die Planung von Büros ran. Und da gibt es eben nicht diese One-Size-Fits-All, ich mache die Schublade auf und so wird Büro heute gemacht. Sondern es hat ganz, ganz viel damit zu tun, erstmal überhaupt zu verstehen, wie gearbeitet wird. Wir haben uns gefragt, wo kann man am besten ansetzen, um diesen Prozess zu beginnen? Ohne, dass man jetzt sagt, oh ja, wir müssen ein Sofa aussuchen, welche Farbe soll der Teppich haben? Wir haben ja gar keinen Teppich drin. Und als wir das Buch geschrieben haben zum Thema New Work, also On the Way to New Work, da war eine der Aufgaben zu sagen, okay, wie können wir genau beim Thema Raum beginnen? Was kann der erste Schritt sein? Und eine Idee ist die Idee der Spannungsfelder. Das heißt, sich die Frage zu stellen, will ich hier auf dieser Fläche mehr Performance oder Erholung? Will ich mehr konzentrierte Arbeit oder mehr Kommunikation? Will ich Homeoffice hier ermöglichen, also sprich virtuelles Arbeiten auf Distanz oder nur Office-Arbeit? Also sich immer wieder durch diese schwarz-weißen Spannungsfelder zu arbeiten und diese Fragen zu beantworten. Ansonsten lügen wir uns nämlich in die Tasche, dass wir immer irgendwo dazwischen sind und nichts Klares haben. Und wenn man eben bedenkt, dass das ursprüngliche Büro dazu da war, den kostbaren Teil der Arbeit zu schützen, dann hatte das eben auch einen Ursprung in dem Bedürfnis eines Menschen, der das Büro als ein Tool entwickelt hat. Und genau da sollten wir wieder hinkommen zu sagen, okay, es ist ein Tool für Menschen und deswegen sollten wir per Definition die Menschen im Mittelpunkt stellen und uns dann erst überlegen, wie bauen wir das Büro drumherum. Ich glaube, die Sachen werden komplexer. Man muss sich mehr Gedanken machen, wie man diese verschiedenen Flexibilitätsdimensionen auf die Leute anpasst. Am Ende, ob es teurer wird oder nicht, vielleicht wird es auch ein bisschen teurer, kann sein. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass das die primäre Geschichte ist. Ich glaube, es ist eher mal zu schauen, mehr auf den Menschen einzugehen. Ja. Und im Grunde zu schauen, wie schaffst du es, dass du den Menschen ein Stück weit mehr in den Mittelpunkt stellst. Wie viel Mitgestaltung für Büroräume jetzt von allen kommen muss, das ist wiederum auch eine Kulturfrage im Unternehmen. Ein Unternehmen wie Apple zum Beispiel hat den sehr berühmten Circle durch einen Star-Architekten gebaut. Da war weniger Partizipation von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, natürlich auch in Teilen, als jetzt zum Beispiel beim Neubau von Unilever, wo sehr viele Teams mit involviert waren. Das sind mal so zwei Extrembeispiele. Das ist eher die Frage, wie passt es zum Unternehmen? Aber dass es ein Tool ist, damit Menschen zusammenarbeiten, das sollte außer Frage sein. Eigentlich musst du ja sagen, du baust ein neues Gebäude, du willst ein neues Office haben. Du musst eigentlich etwas machen, was in 5 bis 10 Jahren funktioniert. So, und dementsprechend müsstest du eigentlich eher mal in die Zoom-Out-Perspektive gehen und sagen, wie wird sich Arbeit wahrscheinlich in den nächsten 5 bis 10 Jahren verändern?
Und richtig, wir hatten uns über die KI-Bots unterhalten. Das ist jetzt cool. Ich meine, ich habe das Gefühl, da gibt es einen ziemlichen Hype eigentlich auf allen Social-Media-Kanälen. Aber das wird etwas sein, wo es immer mehr Anwendungsapplikationen gibt. Und das wird absolut zu unserer Arbeit dazugehören. Früher ist man ins Büro gegangen, um einen Kopierer zu haben, E-Mails zu schreiben, Internet zu haben, bessere Technologie. Heute haben die meisten von uns die bessere Technologie in der Tasche. Das bedeutet, der Teil, für den ich dann ins Büro gehe, ist vielleicht nicht die Technologie. Ich kann es mir auch zu Hause leisten. Aber der Zugang, nämlich über andere Kolleginnen und Kollegen, die mir helfen, etwas besser zu verstehen. Das kann der entscheidende Teil sein. Und deswegen spielt Technologie eine ganz zentrale Rolle in den Räumen und sollte auch immer mitgedacht werden. Und nicht nur über Screens und Bildschirme, wo irgendwelche Zahlen drüber flimmern, sondern wie integriert sich Technologie, die wir im Alltag benutzen, in moderne Büroflächen? Häufig, wenn es darum geht, die Vision, ja, dann sind es die Couchlandschaften, dann ist es die nette Bar oder das Soho-House-mäßige, die Soho-House-mäßige Lobby, die genannt wird. Aber das, was dann eigentlich gesucht wird, wenn man denn vor Ort ist und seine Arbeit verrichten will, sind dann wieder die Orte, wo ich mich konzentrieren kann, wo ich mich zurückziehen kann. Das heißt, es ist dieses, also auch heute ist es die, bei der Gestaltung das Wechseln zwischen, ja, ich will mich zugehörig fühlen, ich will die Leute treffen, ich will sie spüren, ich will das Soziale erleben, ich brauche aber auch jetzt mal einen Ort, in dem ich mich zurückziehen kann, in dem ich sicher bin. Und dieses Austarieren dieser beiden Bedürfnisse, der gemeinsam was erleben, zugehörig sein und ich brauche meine Ruhe, die gilt es weiterhin auszutarieren. Können wir nicht einfach zu Hause bleiben und machen da die konzentrierte Arbeit und kommen ins Büro, um dann entspannt einen Kaffee zu trinken und zu quatschen? Und das ist der entscheidende Teil, der für dieses Warum gehen wir ins Büro eigentlich steht. Und das eigentlich ist von den Ursprüngen des Büros der kostbare Teil der Arbeit. Und was ist der kostbare Teil? Damals beim ersten Mönch, der sich den Schreibtisch ausgedacht hat, waren es die Papierblätter, die er schützen wollte. Und wenn wir uns überlegen, was macht denn Arbeit überhaupt kostbar für uns? Und das sollten die meisten von uns in der Pandemie gemerkt haben, wie schön es auch sein kann, eine Routine zu haben, eine Tätigkeit zu haben, Kolleginnen und Kollegen zu haben, im selben Boot zu sitzen, sich auszutauschen. Also diese ganze soziale Interaktion. Dann ist das der Teil, der schützenswert ist. Wollen wir das komplett virtuell machen? Dann brauchen wir besonders viel Aufwand in dem Bereich, das zu tun. Das muss unglaublich gut kuratiert werden, weil es etwas ist, was wir jetzt erst ganz, ganz, ganz kurz als Menschen tun. Und mit ganz, ganz, ganz kurz meine ich, wir sitzen im Vergleich seit tausenden Jahren ums Lagerfeuer, aber halt seit ganz kurzer Zeit erst vor Zoom oder vor irgendeinem Videoconferencing-Tool. Und wenn wir das nicht schaffen zu übersetzen, dann vergessen wir, was der kostbare Teil war. Bedeutet, habe ich also ein Büro, wo jemand sagt, ich komme hier gerne her. Warum? Weil ich die Möglichkeit habe, mich zurückzuziehen, aber auch die Fläche einen Austausch fördert. Dann kann das der produktive Teil sein und auch der schützenswerte Teil der Arbeit. Es gibt eben sehr viele Unternehmen, die sich genau diese Frage gerade stellen und sagen, okay, wir wollen neu bauen, wir wollen ein Büro, was die Menschen zurückholt. Und da sage ich, ja, super, wir arbeiten dran, aber nicht einfach nur mit der Fragestellung, wie kriegen wir alle zurück, sondern mit der Fragestellung, wie schützen wir den kostbaren Teil der Arbeit und welchen Beitrag leistet das Büro dazu? Und das ist ein sehr wesentlicher. Und wenn ich mir darüber Gedanken mache, dann sind wir auf dem richtigen Weg dahin. Was ich von euch jetzt gerne wissen würde, ist, wieso geht ihr ins Büro? Schreibt das mal in die Kommentare. Oder arbeitet ihr gerade an einer neuen Fläche? Wenn ihr Interesse habt, hier mal reinzuschauen, wie es bei uns aussieht, dann findet ihr unter houseofmework.com/events alle Events, die wir hier durchführen. Dann könnt ihr mal vorbeischauen hier in Hamburg. Und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr den Kanal abonniert und einfach dabei bleibt. Denn wir haben noch ein paar weitere schöne Gedanken zum Thema, wie sieht die Zukunft der Arbeit aus?